Als Seymour Hersh seinen Bericht zur Nord Stream Sabotage veröffentlicht hat, habe ich ein Video darüber gemacht, habe seine Ausführungen detailliert wiedergegeben und habe dann auch aufgezeigt, wie man mit ihm umgegangen ist. Es gab natürlich dann jede Menge Dementi, vor allem von der US-Regierung und von unseren Medien, die ja anstatt seinen Ausführungen nachzugehen, ihn einfach fertig gemacht haben, ihn wieder abgestempelt haben als irgendeinen Spinner und so weiter und so fort. Und dann ist es relativ lange wieder ruhig geworden um die ganze Sache. Und dann wissen wir ja auch alle, dass vor ein paar Wochen diese ganze Geschichte mit dieser Yacht und dieser pro-ukrainischen Gruppe ans Tageslicht gekommen ist, wo ja ein paar gemeint haben, dass das so eine Gruppe mit einer Yacht hinausgefahren ist und so ein paar Leute einfach mir nichts, dir nichts, so nebenbei mal eine Pipeline gesprengt haben. Darüber habe ich dann kein Video gemacht, weil ich fand das dermaßen offensichtlich lächerlich und bei den Haaren herbeigezogen. Darüber wollte ich gar nicht mehr sprechen. Ich war nämlich wirklich wortwörtlich gelangweilt von dieser Story, weil das dermaßen offensichtlich erfunden und einfach unglaublich schlecht transportiert wurde, diese ganze Geschichte. Und jetzt geht's in die nächste Runde, denn jetzt gibt es etwas, was sich sehr viele auch wünschen aus dem Westen, vor allem unsere Medien, nämlich ein Investigativbericht von T-Online zeigt jetzt und will angeblich beweisen, dass es nicht die Amerikaner waren, dass es auch nicht die Ukrainer waren, sondern die bösen alten Russen. Man kennt das, ja. Man kann jetzt also demnächst auch zukünftig den Russen die Pipeline-Sprengung in die Schuhe schieben. Schauen wir uns ganz kurz an, was da so in diesem Bericht drin steht. Ich versuche das kurz zusammenzufassen und auch meine Gedanken dazu, weil ich finde da vor allem eine Sache sehr interessant. Bevor wir da jetzt aber richtig reinstarten, muss ich noch eine ganz kurze Anmerkung machen. Und zwar ist es natürlich die Aufgabe von Investigativjournalisten, solchen Geschichten und Stories nachzugehen und auch Indizien, die eine mögliche andere Geschichte belegen könnten, zu veröffentlichen und das auch so darzulegen. Das ist deren Aufgabe, auch wenn es im Endeffekt dann vielleicht nicht die Wahrheit ist. Aber bei investigativ-journalistischen Artikeln kann man ja durchaus auch einfach Vermutungen an die Öffentlichkeit bringen. Das gehört ja dazu, auch zu einem öffentlichen Diskurs. Das ist ja wichtig und das ist auch richtig. Und dementsprechend kann man rein dahingehend, dass T-Online hier Recherchen angestellt hat, dagegen natürlich nichts sagen. Dagegen will ich auch gar nichts sagen. Das wäre ja deren Aufgabe. Das Problem ist nur, und das ist ja das Hauptproblem heutzutage in den Medien, dass sie hier keine Vermutungen so wirklich anstellen, sondern dass das Ganze immer diese unterschwellige Message mit sich trägt, dass das jetzt die Wahrheit ist und dass jeder, der etwas anderes sagt und jeder, der auf andere Ergebnisse gekommen ist, ein Trottel ist, mehr oder weniger. So wird das unterschwellig immer mitkommuniziert in diesen Artikeln und das ist das Riesenproblem. Also ich sage nichts dagegen, dass dieser Artikel veröffentlicht wurde, aber ich sage etwas dagegen, wie er veröffentlicht wurde. Also Schlagzeile: Nord Stream Sabotage, russische Schiffe steuerten Tatort an. Hier steht dann in der Unterschrift: Russland wird zum Hauptverdächtigen der Anschläge auf die Gaspipelines in der Ostsee. Informationen aus Sicherheitskreisen und öffentlich einsehbaren Daten ergeben ein plausibles Szenario. Und da haben wir auch schon den ersten Schritt und das, was ich eben gerade angeprangert habe, hier steht im ersten Satz: Russland wird zum Hauptverdächtigen. Das hier ist eine Zeitung, dieser Artikel basiert auf eigenen Recherchen und niemand sagt, dass Russland gerade aus Augen der Ermittler zum Hauptverdächtigen wird. Das behauptet nur die Zeitung auf Basis ihrer eigenen Recherche, auf Basis ihres eigenen Artikels. Das ist nicht unabhängig, das ist nicht objektiv. Und jetzt kommen wir zu dem großen Punkt, der mir aufgefallen ist bei der gesamten Geschichte. Und ich fasse sie hier ganz kurz zusammen. Nämlich, es ist mehr oder weniger genau die gleiche Story wie die von Seymour Hersh, nur auf der anderen Seite. Es geht im Großen und Ganzen darum, dass im Zeitraum 21. 22. September, also kurz vor den Anschlägen, ein russisches Manöver und russische Übungen, Marineübungen in der Ostsee stattgefunden haben und dass diese als Cover-up verwendet wurden, um diesen Anschlag durchzuführen. Das ist ja genau die gleiche Geschichte wie von Seymour Hersh. Da ging es ja nur um die damalige NATO-Übung in der Ostsee Baltops, die im Juni stattgefunden hat, 2022. Also mehr oder weniger genau dasselbe, mit genau denselben Argumenten. Denn auch hier heißt es wieder, laut dieser Recherchen, dass bei dieser Übung
auch ein Schiff dabei gewesen ist, das ein U-Boot an Bord hatte, das durchaus dazu fähig gewesen wäre, auch mit Tauchern diesen Anschlag auszuüben. Genau das gleiche war aber eben auch bei Baltops 22 der Fall. Auch hier waren ja Spezialkräfte dabei, die besonders darauf spezialisiert sind, Unterwasseraktionen auszuführen, also Spezialtaucher. Auch die waren dort dabei bei der NATO-Übung. Und genau dasselbe jetzt hier bei der russischen Militärübung. Also sehr interessant. Und was ich eben hier wirklich wieder einmal anprangern muss, auch hier wieder, dass man Seymour Hersh auch in diesem Artikel wieder schlecht redet. Das heißt also, wir haben hier mehr oder weniger zwei identische Stories und trotzdem schafft es dieser Artikel, die eine Story schlecht zu reden, obwohl die eigene mehr oder weniger genau das Gleiche aussagt. Und, Achtung, die Quellen, Informationen aus Sicherheitskreisen. Bei Seymour Hersh hat man eben angeprangert, dass er seine Quellen nicht offengelegt hat, auch wenn das normal ist bei investigativen Enthüllungen, dass man natürlich als Journalist seine Quelle nicht enthüllt, einfach so, mir nichts, dir nichts, sonst ist es ja keine geheime Quelle mehr, oder? Und auch keine verlässliche Quelle mehr, und man verspricht das ja diesen Quellen im Vorhinein, und hier heißt es dann eben auch Informationen aus Sicherheitskreisen. Was für Sicherheitskreise sind das? Von der Quelle wird hier nichts genannt im Artikel, also man macht genau dasselbe, was verständlich ist, wie gesagt, im Zuge einer investigativ-journalistischen Enthüllung, aber prangert es gleichzeitig beim anderen an. Also absolute Doppelstandards, die nichts zu suchen haben in so einem Artikel. Der hat auf jeden Fall seine Berechtigung und es ist schön, wenn man seine eigenen Ergebnisse in die Öffentlichkeit bringt, aber bitte nicht so. Das ist einfach nur billige Stimmungsmache, denn man merkt einfach ganz klar, dass T-Online hier versucht, die Message zu transportieren, Russland ist auf jeden Fall der Übeltäter gewesen. Und dann sind mir noch zwei Dinge eingefallen im Zuge dieser Enthüllung oder im Zuge dieser Veröffentlichung dieser Ergebnisse, und zwar dass zwei Dinge für mich nicht ganz plausibel sind. Nummer eins, ein großer Teil dieser Recherche basiert auf Satellitenbildern, die man nachrecherchiert hat, also die T-Online nachrecherchiert hat. Und diese zeigen Schiffe, nicht identifizierbare Schiffe, weil die ihre Tracking-Systeme ausgeschalten haben. Und diese Schiffe könnten rein theoretisch den russischen Kampfschiffen dort in der Gegend zugeschrieben werden. Die Sache ist nur die, wenn da T-Online draufkommt mit einer Eigenrecherche, eine Zeitung, dann muss man doch schon davon ausgehen, dass die Profis, die Ermittler, da schon seit langem darüber Bescheid wissen oder etwa nicht. Ich meine, die arbeiten immerhin schon seit über einem halben Jahr an dieser gesamten Story und an diesem Anschlag und versuchen hier ein Ergebnis ans Tageslicht zu bringen und das Ganze aufzudecken und scheinen irgendwie schlechter drauf zu sein als eine Zeitung, kann ich mir nur sehr schlecht vorstellen. Warum also geht man nicht weiter in diese Richtung? Warum veröffentlicht man nicht diese Zwischenergebnisse oder warum hat man denn nicht schon Russland ganz öffentlich angeprangert und beschuldigt, wenn es um diesen Anschlag geht? Weil wir kennen das ja aktuell, Russland wird die ganze Zeit wegen irgendwelchen Dingen beschuldigt, da würde doch so etwas schon ausreichen, wenn man sagt, wir haben hier Satellitenbilder von euren Schiffen, die hier eindeutig zur Zeit des Anschlags operiert haben in diesen Gewässern. Ihr wart es, würde man doch normalerweise erwarten und wäre eigentlich auch normal für die aktuelle Kommunikationspolitik des Westens, der EU und der NATO. Aber man hört nichts in diese Richtung, ganz im Gegenteil, wie gesagt, wurde ja lange diese Yacht-Story jetzt mit dieser pro-ukrainischen Gruppe publiziert und verbreitet. Und dann noch, der zweite Punkt ist das Motiv, denn Russland hat sich damit natürlich auch eine große Einkommensquelle selbst gekappt, wenn sie es gewesen wären. Und das macht ja auch nicht so viel Sinn, weil selbst wenn jetzt aktuell Russland und die NATO in einem mehr oder weniger kalten Krieg sich aktuell befinden, es ist ja durchaus so, dass gerade in der EU und auch gerade in Deutschland, die Pipeline geht es ja, Verbindung Deutschland-Russland, dass sich dort auch wieder einmal das politische Klima ändert und dass man dann doch jederzeit normalerweise bereit sein müsste, um wieder Gas fließen lassen zu können nach Deutschland. Also wenn man wirklich ein kalkulierbarer Staat ist, wenn man sagt, wir warten ab und schauen, ob sich das Ganze wieder wendet oder was eben nach dem Krieg ist, dann müsste man normalerweise aus russischer Sicht, und ich bin mir sicher, dass sie auch so gedacht haben, sich sagen, wir halten uns alle Optionen offen, wenn Deutschland wieder zur Besinnung kommt, dann sind wir jederzeit bereit, hier wieder die Rohre aufzumachen und viel Geld mit unserem Gas zu verdienen. Und auf der anderen Seite hast du die USA, wo es ja jetzt heißt, laut diesem Artikel, dass die USA unter gar keinen Umständen irgendwie schuld seien, die aber sehr wohl ein Interesse hätten, die Abhängigkeit Deutschlands von Russland zu kappen
und es auch öffentlich angekündigt haben. Wir alle kennen das ja. Biden hat das schon angekündigt. Wir haben also auch hier wieder einige Ungereimtheiten, auf die natürlich nicht eingegangen werden in diesem Artikel. Und ich will Ihnen, wie gesagt, Ihre Ergebnisse, die Sie hier ins Tageslicht gebracht haben, gar nicht absprechen. Es ist gut, wenn man so viel Informationen wie möglich hat. Aber wie dieser Text verfasst ist, was er wieder für eine Meinung transportiert und wie das auch gerade wieder durch die deutschen Medien geht, das ist einfach keine richtige objektive Berichterstattung, das ist kein korrekter investigativer Journalismus, das ist Meinungsmache und es gibt einfach sehr viele Ungereimtheiten. Und wie gesagt, im Endeffekt ist das jetzt eine Story, die natürlich sehr vielen im Westen ins Bild passt, weil jetzt kann man Russland endgültig für alles beschuldigen. Ihr seht also, die Spannungen rund um die Nord Stream-Sabotage, die flachen einfach nicht ab. Ich werde euch natürlich, wie ich immer meine Quellen verlinke, diesen Artikel verlinken in der Videobeschreibung, lest ihn euch sehr gerne selbst durch, da ist natürlich alles noch einmal detaillierter beschrieben und dann schreibt mir sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich würde das jetzt gar nicht einfach von vornherein komplett abtun, das wäre absolut unseriös. Aber wie gesagt, man muss die Art und Weise, wie das Ganze transportiert wurde, kritisieren dürfen, man muss es auch im Allgemeinen kritisieren. Und mich würde sehr interessieren, habt ihr da auch gewisse Gegenargumente vielleicht gegen diesen Artikel oder sagt ihr, dieser Artikel bringt mich jetzt auch zum Umdenken und bewegt mich zum Umdenken und da könnte schon was dran sein. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Wie gesagt, gebt diesem Artikel ruhig eine Chance rein, was die inhaltlichen Ausführungen angeht. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr euch damit ein bisschen beschäftigen würdet. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Gute. Abonniert mich noch sehr gerne hier auf YouTube. Schaut unbedingt bei Telegram vorbei und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.